Zu einer neuen Ausgabe? Jetzt hat er's. Es dauert bei mir ein bisschen. Entschuldigung mit dem Aufnahmeprogramm. Willkommen, willkommen zu einer neuen Ausgabe Biene Biene. Was haben wir denn also in den letzten Ausgaben geschafft? Wir haben ein bisschen das Schiff hier ein bisschen weiter gebaut. Und in der letzten Folge habe ich Mist gebaut. Das war vor 10 Minuten. 5 Minuten. 3 Minuten. Ich weiß nicht. Ich wollte die Boogie-Biene bauen. Die hat sie auch schon gehabt, alles. Ich war Idiot, hab diese Queen, Boogie Queen, oder Boogie Queen, hätte ich in dieses Gerät reintun sollen. Ich war Idiot, hab das in dieses Gerät reingetan. Flupp, war die Biene weg. Scheiße. War jetzt nicht so gut. Ja. Ah. So, jetzt muss er also warten, bis die Biene wieder bereit ist. Ich habe auch ein bisschen Diamantennetze erhalten. Ganz wenig. Wahrscheinlich muss ich das ein bisschen verpassen. Oh mein Gott. Guckt euch das an hier. Die Lapis-Biene ist völlig am Ausrasten. Aus Lapis können wir Mauern bauen. Mit Lapis. Alter Gott, ist nicht mit Diamanten. Das mit hier rein. Autsch. So, jetzt muss man hier die Diamanten-Grains. Fragmente. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Diamanten-Bienen, dass die nicht so stark sind. Jetzt guck mal so, Diamanten. Erstmal nur 3. Diese 3 Diamanten werden für die Labware draufgehen. Labware, das ist damit die Dinger betrieben werden. Autsch. Produkt. So, Glas. Ich brauche jetzt Glas. Genau dieses Glas brauche ich. Weiter. 0, aus Sicherheitsgründen. Damit wird der Unfall nicht nochmal passiert. Sehr gut. Hallo Miri. Eine Miri-Drohne. So, also. Nochmal rein. Ein zweites Mal. Welcome to the League of Boggy. Eine Boggy. Weil wir wollen eine Quest umgehen. Da rein. Hochsynchronisieren. Obwohl, das hätte man eigentlich jetzt sparen können. Weil ich das am Ende nochmal machen muss. Ich voll Idiot. Super klasse. Der hat auch einen Effekt. Aber ich weiß nicht, was dieser Effekt macht. Ich muss kurz mal ins Internet gucken. Genau. Ich muss mal die... Boggy Bee. Die Boggy Bee. Jawohl, das ist sie. Und hat er diesen Effekt. Müssen wir mal kurz nachgucken. French. Effekt non. Sie hat einen Effekt, die Affen. Die sagen hier non. Ne? Das stimmt aber nicht. Das ist eine, das ist auch wie eine Boggy Queen. Dann gebe ich ein, den Effekt. Weil der Effekt von dieser Biene ist sehr außerirdisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Da. Wir haben es doch schon. Forest Relocation, mal gucken. Nee, das hilft uns nicht weiter. Ich muss kurz gucken. Entschuldigt bitte, aber nicht, dass das irgendwie was macht. Ich weiß nicht, was das ist. Was Google uns sagt. Pilze. Pilzen. Ah, okay. Die macht was mit Tieren, mit Kühen.
Wahrscheinlich werden sie bepilzt. Das ist eine Bepilzer irgendwie. Okay. Das heißt, nichts Gefährliches, sondern wenn ich eine Kuh habe, wird dann wahrscheinlich zu einer Schuhe oder was. Ja, warum nicht? Warum nicht? Interessant. So, die Miri bleibt mir hier hinten, weil ich wieder so dumm bin. Und die gleich wieder aussehen wie keins, ne? Und mal sie finden. Das werden wir jetzt auch gleich machen, nachdem wir Gott sei Dank Buba gemacht haben. Sprich, Schlafi. Ne? Und dann, ja. Haben wir es dann, ne? Und, na. So, was haben wir jetzt hier? Ach Quatsch, war denn das? So, okay. Halt, das muss da rein. Okay, also, so. Okay. Das muss auch da rein. Das. Fuck, fuck. Nee. Bett aufsuchen. Wo ist es? Ich will sonst drauf ankommen lassen. Ich zeige euch das dann gerne, wenn ich eine stärkere Waffe habe, die ein bisschen mehr Schaden macht. Oh, das war gerade so am Rand. Da hängt mich da hinten richtig hart an. Und das kann mitunter sehr, sehr viele werden. Und das ist kein Witz. Die kleben dann überall in den Ecken, überall, und dann kriegt man diese ganze Pampe ganz schlecht raus. Das ist ja ein bisschen hoch verstopft. Kriegt man auch ganz schlecht weg. Oh! Hey! Die arbeitet nicht. Warum? Blauer Typ Mushroom. Wo ist der Pilz hin? Da drin war ein Pilz. Okay. Fazit, ich muss jetzt nochmal. Oder? Das mache ich auch, genau, das ist die Idee. War es folgendes? Wir werden jetzt mal Biene opfern. Ja, oder die, das geht auch. Flower Typ Flowers. Ja, okay. So, wir werden es jetzt folgendes machen. Jetzt brauchen wir diese Maschine tatsächlich. Und zwar werden der Hugi-Biene Flowers reindrücken. Falls wir schon Flowers haben, schreibt gleich mal kontrollieren, haben wir schon Flowers vielleicht schon? Bienentech war hier. Der Night 2, Resilient. Brauchen wir SpongeBob, okay? Snow. Large. Der hat auch die Large schon. Snow? Resilient. Warum? Snow! Können wir Snow vielleicht irgendwie herstellen? Die Windri kommt. Wir sind durch die Windri. Ich habe jetzt keinen Bock. Also muss ich mit Flowern gehen. Vielleicht haben wir auch Glück. Mal gucken. Kevdaling Tour. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Durch Zufall gleich mal was ganz Tolles erhalten. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann gibt es wieder Cave Rain Knock. Das ist eine spezielle Ansammlung. Die Cave Rain Knock macht folgendes: Cave, also Biene kann in Höhlen. Rain, auch per Regen. Und Knock, Nocturial. Cave Rain Knock. Sprich, nachtaktiv in Höhlen und nachtaktiv in Höhlen und regenresistent. Okay, Freinock. Schotter. Macht trotzdem Spaß. Speedfast Test. Oh, das ist auch nicht schlecht, falls wir nochmal was Neues bauen. Das ist nicht. Das ist gut. Das ist gut. Weiter geht's. Shorter? Nein. Ich lasse ihn heizen. Gebrum? Nö, brauchen wir auch nicht. Gebrum haben wir so oft, das ziehen wir irgendwann. Ach, brauchen wir nicht. Ja, komm, jetzt gehen sie alle rein. So, das ist jetzt Shorter. Tschüss. Das kostet uns jetzt diese Energie. Nur um eine Quest weiterzumachen. Temperaturtoleranz? Nein. Also nutzlos.
Das können wir mal behalten hier. Nochmal Fastest. Ich weiß eigentlich unsinnig wegzuschmeißen, aber ich schmeiß es weg. Wir haben Milliarden Bienen mit Fastest. Milliarden Bienen. Kein Problem mehr. Humidity-Toleranz? Nein. So eine intolerante Biene hier. Unglaublich. Vor Flower-Typs. Gib mir die Flowers, du Lappen. Komm schon, gib mir die Flowers. Nein, nicht das. Das ist diese Lotterie, ne? Die zieht uns diese Dinge leider Gottes aus dem Arsch. Es ist das jetzt gerade sozusagen praktisch gesehen eine diamantenintensive Operation. Hast du gesehen, ich kann diese Bienen hier reinstecken und drüben auch und ich krieg Erfahrung, wenn ich sie umpacke. Nein. Ich könnte mal glatt weiterleiten, ey. Nee, dann kriegt man auch die guten nicht. Das ist nicht so gut. Jetzt wieder die Lotterie hier. Na geht doch. Ist denn das nur so schwer? So. Und das tun wir jetzt hier mit rein synchronisieren. Für jede Biene. Nicht mit irgendwelchen Sondershit. So. Fast Flowers Fertility. Perfekt. Wir haben also jetzt unsere Tomat verbessert. Richtig. Ich habe das gewusst. Genau das habe ich geahnt. Ich krieg Flowers raus. Nochmal Flowers. Dummes Arschloch. Das ist ein dummes Arschloch, diese Maschine. Ich dachte immer so, guck mal, das hast du verdient. Aber du kriegst dann vielleicht nochmal, damit ich dir zeigen kann, wie sinnlos das ist. Super. So, okay. So, gut. Die Kopfhuhn, ich bedanke mich. Jetzt muss ich die Bienen nochmal hinten umspritzen. Dann stecke ich sie wieder da rein. Und dann bauen wir das Schiff weiter. Während die dann fertig ist, um dann wiederum umgespritzt zu werden. Meine Fresse. Vorsichtig. Nein. Ja. Das Gravitär reinstecken. Sicherheitsgründen zwingend abstellen. Effekten müssen wir eigentlich auch noch hinzufügen. Was ist das für eine blöde Biene? Wie erreicht wird das hier nicht, oder was? Gut. Obwohl, die müssen wir da lassen. Ist auch hier? Ist auch, wenn ich sie hier baue. Ja, funktioniert. Bei den anderen Bienen auch noch. Okay, die brauchst du nicht. So, 4. Das ist zu wenig, das ist zu wenig. Das ist so 0, Mann. Das ist richtig mies. Aber richtig ein Doppelklick. Entschuldigung. Nase ist noch dran. Ja. Fantastic. You remained resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Ein hübsches Boot. Weil dann der Innenraum. Ob man Decks wirklich dann so diese Dorfjugend drin haben. Da ist die Dorfbewohner. Aber wir müssen gucken. Dann, dass wir die ein bisschen eingrenzen. Nicht, dass sie mir überall rumbuseln. Das sollen sie auch nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. Dann hat extra Abteil, also nur für Dorfbewohner. Dass sich da oben so ein bisschen vermehren, so ein bisschen leben. Hier kleine Felderchen da oben. Thank you.
nächste Phase abgeschlossen. Müssen wir wieder warten. Müssen Sie das Automatik ein bisschen mehr. Weil da brauchen wir ein bisschen mehr. Also wenn da 1,5K drin ist, dann können wir wieder weitermachen. Die Boogie-Biene ist jetzt fertig. Oder Boogie oder Boogie oder wie ihr wollt. Ja genau, das hat er erwartet. Die werden verheizt. Kommt jetzt hier rein. Die beiden werden, ne? Oh yeah. Einzeln bedruckt. Ja. Die kommen jeweils einzeln in die Drucke. Test, das ist so geil. Oder zu pass, es gibt nicht mehr, oder? Ja, warte mal. Ja. Ja, warte mal. Das muss ich mal kurz mal erkunden. Erstmal schlafen gehen. Ich hab nicht keine Lust, dass das Boot sich in ein Mob-Schiff verwandelt. So, okay. Okay. Ich will mal kurz nachgucken, und zwar. Was ist mit dem? Gene. So. Das sind die ganzen Spezies. Spezies. Effekte. Seppin ist, das ist schlauer. Taken von der Flower, Secondary Bronze. Hä? Switch ist Poppy. Taken von der Butterfly? Schon. Sure. Hm? Taken von der Butterfly? Upload. What the fuck? Das sind Likes. Ja, genau. Ne? Elegantet? Ah! Gut. Ja, Fast ist wirklich das Maximum Speed, ne? Hier sieht man es schon. Fast. Test. Normal. Slow. Slower. Slow West. Binding. Elongated. Long. Longer. Longest. Ein longer. Aha, okay, gut. Egal. Drauf geschissen. Fast Test ist also doch das schnellste. Früher gab es nämlich noch etwas, was maximal hieß. Aber das gibt es ja auch irgendwie komischerweise nicht mehr. Wir müssen mal in das Büchlein gucken und gucken, wie viel Asche unser Freund haben möchte. Wie Factory? Wie viel? 8 Stück. Das ist okay. Bei 4% von den Pete-Gruppe, das geht. So. 8 Stück. Das kann man gelten lassen. Gut. Jetzt haben. Oh, die sind in der falschen Abteilung drin, die Biene. Upsi, das ist nicht gut. Entschuldigung, falsche Abteilung. Und zwar, du musst in die nächste Abteilung. Vielleicht stecken sie mal hier rein. Ja. Da brauchen. Was ist das schon wieder? Ach so, ja, Entschuldigung. Kriegst du ja. So, mach was draus, du Spaß. So, okay. Und nun machen wir mal hier noch ein Schildchen rein. Also die Abteilung. Richtige Abteilung. Ein Schild bitte. Vorerst. Biene. Das heißt, dort drinnen kommen dann Bienen rein, die vorerst eine kleinere Produktion machen. Und dann erstmal wieder auf Halde, also wieder auf Abstellgleis kommen. So. Okay. In der Zeit dann noch ein bisschen, machen wir mal hier, da brauchen wir einen Cobblestone. Ja, doch, das heißt. Du kommst da rein. Weiter.
warum er seine Kiste abgibt. Denn wir brauchen auch Glas jetzt, demnächst. Für Barproduktionen. Okay, so. Perfekt, wunderbar. In der Kopf ist es. Wollen wir Clay, weil die Claybiene machen, ey. Was ist das? Whitestone Gravel. Compressed Gravel. Yeah! Blackstone Gravel. Structure Pipe. Go out. Black Portuguese Pavement. Guck mal kurz die Biene an. Entschuldigung. Wie viel Prozent macht das? 8%. Das geht schneller. Sollte also demzufolge 8% so schnell gehen wie das hier. 1%, ey, das dauert Jahre. Und das ist Fastest Work. Stellt euch mal vor, wenn die Diamantenbiene nicht Fastest Work hätte. Ja? Da wären wir jetzt vielleicht bei 1 Komp statt 27 Komps bei 2 Bienen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Kranke Scheiße. Gut, okay. Das sind Produktion. Eine mit beide. So, okay. Ach ja. Scheiße, wie war denn das nochmal? Ach, jemand. Auch sehr geil hier. Ich muss einen Pick One machen. Ich mach das. Ja, wie kriege ich das nochmal? Kakao. Aus einer. Wie kriegen wir? Die müssen wir auch irgendwie herkriegen. Weil die gibt's normalerweise nicht. 5%. Das sind 15%. Step Pass 20. 15, 15. Heroic. Eine Variant. Variant. Eine Variant-Kühne. Das ist bescheuert. Das haben wir doch. Oder? Nee, 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 warte mal, warte mal. Irgendwas war da. Variant müssen wir nicht kaufen. Weil die kriegen wir nicht. Ha! Aha! Hm, aha. Kriegen wir auch das zweite. Okay. Wir haben eine Twiggy-Biene. Die müssen wir jetzt sofort aktivieren. Wo ist die? Da. Die gibt uns nämlich Cookies. Die gibt uns gleich, hier, drück mal U. Zwar. Da. 15%. Okay. Gut. Das heißt, wir müssen die jetzt synchronisieren und vorbereiten. Erstmal Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Flower und Fast-Test. Bereiten wir uns also erstmal auf die Variant vor und auf das Cookie, damit wir in den Pems Unkrautkraft dort erstmal weiterkommen. Mit dieser Säufarm. Oder Säumilch oder wie die Scheiße heißt. So. Hier müssen wir dann gleich nochmal rein. Weil wir brauchen die immer. Erstmal kommt hier in den Absafter. Der Ausdampfer. Ausdampfer macht folgendes: einen Durchlauf und dann muss die Biene vorbereitet werden. Nochmal. Ich muss kurz denken. Was brauchen wir jetzt? Ach ja, richtig. Nichts drin. Muss installiert werden. Was ist hier drin? No Inventory Space. Ah, irgendwann bremst das Ding selbst sich selbst aus. Dann gewinnt. Okay. Machen wir jetzt mit der Biene. Die macht unser Simmering kommt normalerweise. Die stellen wir kurz ab. Ah, da wird die da oben reingelegt. Was normalerweise nicht möglich ist. So, bleibt das mit deaktiviert, weil übertrieben viel. Also, ja, reicht erstmal. Der Simmering kommt, kann man später wieder aktivieren, die Bienen. Rein da. Rein da, rein da, rein da. So.
Kommentieren. So. Jetzt kommt die Comms dran. Voll. Auch bald voll. Angst. Noch mehr Kisten, noch mehr Kisten. Nur Comms, nur Comms. Es ist so brutal, Mann. Ich bin jetzt letztes Jahr zwischen Renten reingetan. Ja, ich hab schon Schatten reingetan. Oder? Da, Bocki, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Oh, guckt euch das an, wie viel es nur schon gibt, das ist gut. Gut, die haben wir. Die haben wir auch. Oh, die kommt raus. Okay. Die ist auch noch. Kommt raus. Kein Produktionsupgrade mehr verfügbar. Das heißt, wenn wir dann die haben, die Biene, also sprich, ne, wenn die Quest erfüllt haben, entscheiden wir uns wieder für das Productivity-Upgrade. Okay. Wir müssen später so dann versuchen, alles so zu bauen, dass wir diese Productivity-Upgrade-Bullshit alles selbstständig bauen können. Ja, genauso ist es auch mit den Aperiaris. Ja, erstmal hier rein. Ansonsten arbeitet die Biene doch zu am besten zufrieden. Was würde ich mit den Köpfen? Was würde ich so kriegen? Ich kriege jetzt ja 1 Milliarde Köpfe. Der Kopf muss eben aufmachen mit einem Future ran. Ich brauche keine Köpfe. Das ist useless. Ich brauche keine. Gut. Ein Punkt, zweifach. Ah, eine Stelle da warte. Was kann ich damit anstellen? Was ist das? Was ist das? Mache ich aus was? Ich hasse das. Das ist einfach nur nichts. Das ist nichts. Ich weiß nicht, was ich daran machen kann. Das ist nichts. Sinnlose Dinge. Aber Gott sei Dank gibt es eine Trashcan. Werde ich auch ausgiebig benutzen. Köpfe. Ich heiße Köpfe nicht. Ich bin scheiß Köpfen, was bin ich damit? Also Cookies haben wir dann auch. Okay. So, mal gucken wir kurz nach. Ist fail. Fail, da müssen wir sie eh. Ja, wir müssen sie eh. Was ist das? Wurz. Diesen Flower-Typ kenne ich nicht. Was ist das? Ich muss kurz übersetzen. Ich muss kurz googeln. Was ist denn bitte. What? Was ist das? Irgendwelche. Was ist das? Ist das eine Gurk? Was ist das? Ist auch Deutsch? Ja. Flaschenkürbis. Kürbis! Das ist ein Kürbis. Geil! Das ist cool. Okay. Das ist also Kürbis. Okay. Ja gut. Aber. Arschlecken. Nichts mit Kürbis. Das heißt, wir wollen keinen Kürbis. Weiter. Und die erste eine Biene, da kommt auch noch rein. Da, mach was raus, du Spaß. Das Ding wie die Blue Oyster Bar. Köpfe! Halt! Was ist mit dem? Kann ich noch irgendwas machen? Britannia. Ein Null. Null und normal Virus. Nimm's mal. Hä? Okay. Was war das? Looting. Okay. Ach, scheiße, das. Das ist so. Das ist ein richtig. Das ist aber nur. Sinnloses Beiprodukt, aber. Cookie. Cookie ist wichtig. Kommt mal in die Nahrungskiste. Wir fragmentieren. Das ist nicht die Nahrungskiste gewesen. Kommt mal in die Ecke hier.
haben noch einen Pilz drin, hier auch, aber die heben wir mal auf. Wie viele Bienen hier, die überall rumschwirren. Das ist cool. Das fetzt. Wir müssen das eine gekommen, uns mal ein bisschen ausdüngen. Nicht zu viel. Ich fragmentiere. Sind das so kommst, bleibt nach dem Tier. Aussortieren. Ich werde Kolot aussortieren. Aus. Es ist einfach zu viel, Freunde. Sehen wir mal der Tatsache ins Auge, dass wir da ein bisschen aussortieren müssen jetzt. Aus. Halt! Lass mal drin. Ja, lass mal drin. Simmering muss auch unbedingt drin lassen, das ist ganz wichtig. Hier lassen auch alle drin. Tripling auch, haben das gekauft mit Bienen. Aus. Aus. Bieten habe ich selbst. Wir haben eine Bovine, wir haben eben Bovine-Technologie. Pasche kommt raus. Pasche ist sinnlos. So. Okay. Ein kurzer Cut, bis gleich.